Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Aufgrund meines letzten Videos, was jetzt schon ein paar Wochen her ist, Chaos im Pferdekeller, falls ihr das nicht gesehen habt, blende ich euch oben nochmal einmal ein, und sowie weiteren Eindrücken auch auf meiner Insta-Story, haben mich ganz viele von euch angesprochen auf meinen Kräuterschrank. Und ja, mich gefragt, ob ich da nicht mal ein bisschen was drüber erzählen kann, und das werde ich heute machen. Dem Wunsch werde ich natürlich gerne nachkommen. Ich finde es sehr, einfach selbst sehr interessant, denn halt auch ich bin definitiv eine Kräuterhexe. Das heißt, schon seit vielen Jahren fütter ich zu dem normalen Futter einfach einige Kräuter dazu. Und heute möchte ich euch einfach meine Kräuter vorstellen. Was habe ich für Kräuter? Wofür sind die? In welchen Kombinationen kann man die anwenden? Weshalb dieses Thema überhaupt aufgekommen ist bei euch, ist natürlich, weil ihr gesehen habt, wie ich sie lager. Und das ist natürlich schon sehr präsent. Kräuter sind generell immer trocken und ja, am besten lichtgeschützt zu lagern. Da ist bei uns der Keller optimal zu. Und ich habe quasi einen Schrank, den ziehe ich jetzt mal hier bei. Komm her. Hier auf dem Boden etwas unpraktisch. Dieser da sieht so aus, wo mich ganz viele gefragt haben, wo ich den her habe. Den habe ich ganz einfach bei Amazon bestellt, weil das ist nämlich eigentlich so ein Schrank fürs Büro, wo man wunderbar Papier und so lagern kann. Den Link dazu stelle ich euch auf jeden Fall einmal in die Infobox mit rein. Vorab sei noch zu sagen, dass man Kräuter bitte nie dauerhaft füttern sollte, weil sie einfach ihre Wirkung irgendwann verlieren, weil der Körper sich daran gewöhnt. Am besten ist das sowas immer als Kur zu geben, Dauer, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen. Ich kombiniere immer mehrere Kräuter, ich sag mal in der Regel 3 bis 4, die so ein bisschen in die gleiche Wirkungsrichtung gehen. Dazu erzähle ich euch aber am Ende einfach gleich nochmal ein bisschen mehr. Wie viel man von den einzelnen Kräutern als Menge füttert, ist auch eigentlich meistens bei den Herstellern, wo man die Kräuter beziehen kann, wunderbar erklärt. Oder man nimmt sich wirklich einfach mal die Zeit und liest sich so ein bisschen da ein. Da kann man im Internet viel nachlesen, aber es gibt auch wirklich gute Bücher dazu, wo einfach so ein bisschen auch erklärt ist, wie die Kräuter wirken, welches Kraut wofür ist. Ich habe natürlich auch nur eine, auch wenn der Schrank riesig ist, ist das trotzdem nur eine kleine Auswahl von den ganzen Kräutern, die es überhaupt gibt. Das sind jetzt einfach Kräuter, die für uns, also für Ruby, einfach passend sind. Und ja, und selbst das sind noch nicht mal alle. Also deshalb, ja, und mit den Mengenangaben müsst ihr euch einfach immer ein bisschen schlau machen, beziehungsweise dann auf die Herstellerangaben verlassen. Interessant ist es auch, einfach mal bei den Zusatzfuttern, die ihr euren Pferden vielleicht füttert, auf die Inhaltsstoffe zu achten, denn ganz oft wird hier auch schon mit Kräutern gearbeitet. Und ich finde halt immer, manchmal kann man das einfach auch mit übernehmen, wenn man sagt, aha, das Mittelchen gebe ich für Beschwerde X. Ja, und dann, wenn das leer ist, dann kann ich erstmal versuchen, es vielleicht mit normalen Kräutern erstmal zu probieren, ohne jetzt wieder dieses neue Mittel zu kaufen. Wichtig ist natürlich aber natürlich, dass ihr halt einfach auf das Gesamtbild von diesen Inhaltsstoffen achtet. Also ihr könnt natürlich jetzt kein Produkt ersetzen, wo irgendwelche tierarztrelevanten Medikamente oder sowas drin sind. Das könnt ihr nicht mit Kräutern ersetzen. Aber wir können einfach mit Kräutern zusätzlich unserem Pferd unterstützen und sind dabei einfach auf einer natürlichen Ebene und ja, schütten keine Chemie ins Pferd rein. Wo ich meine Kräuter beziehe, ist auch eine Frage, die mich öfters erreicht. Also ich habe einen ganz tollen Online-Shop mittlerweile gefunden, wo ich die immer kaufe, weil die sind von der Qualität her wirklich sehr gut. Also es gibt wirklich auch bei Kräutern extreme Qualitätsunterschiede. Also wer zum Beispiel schon mal Brennnesseln im Apothekerschnitt in der Apotheke gekauft hat, also getrocknete Brennnesseln, oder es gibt auch mittlerweile ja diverse Pferdefuttermittelhersteller, die auch Kräuter anbieten. Und wenn man sich da manchmal die Qualitäten im Gegensatz anschaut, ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe auch länger versucht, habe bei mehreren Online-Shops oder sowas auch bestellt, und ich habe wirklich mittlerweile einen gefunden, der wirklich eine super Qualität liefert und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung ist. Den verlinke ich euch einfach auch nochmal in der Infobox, falls ihr da irgendwie Interesse habt und mal gucken wollt, was es da so alles gibt. So, und jetzt habe ich eigentlich genug geredet. Wir schauen uns jetzt erstmal im Einzelnen die ganzen Kräuter an. Beginnen tun wir mit der Artischocke. Die sieht so aus. Und Artischockenblätter können bei Pferden die Verdauung erleichtern und leicht erhöhte Blutfettwerte gegensteuern. Es folgt die Birke. Birkenblätter können die Entschlackung fördern und bei Entzündungen der Harnwege unterstützen. Boxhornkleesamen sehen so aus. Ich habe leider nicht mehr so viele, ich muss unbedingt nachbestellen. Diese kleinen Dinger hier können das Immunsystem und die freien Atemwege der Pferde unterstützen. Sie können Appetit anregen und die Verdauung begünstigen. Darüber hinaus können sie auch das gesunde Hufwachstum sowie die natürliche Nierenfunktion unterstützen. Brennnesselblätter können den Entschlackungs- und Entwässerungsprozess unterstützen.
Gingoblätter können die Durchblutung fördern. Durchblutungsstörungsbedingte Verspannung, Müdigkeit und Erschöpfungszustände können leichter überwunden werden. Meine Hagebuttenfrüchte sind leider leer. Aber sie haben einen hohen Vitamingehalt und eignen sich so zur Unterstützung des Immunsystems. Außerdem können sie die gesunden Gelenke der Pferde fördern. Ich muss unbedingt welche nachbestellen, wo ich das jetzt hier gerade so sehe. Die sehen eigentlich, wie ihr seht, ich fütter die im Ganzen getrocknet, so aus. Kamillenblüten können Krämpfe und Entzündungen im Magen-Darm-Trakt vorbeugen. Mariendistelfrüchte können die Leberfunktion unterstützen und somit die Entgiftungsleistung erhöhen. Rosmarin kann bei Appetitlosigkeit und Verspannungen zugefüttert werden. Salbei hilft Pferden mit Husten und gereiztem Magen-Darm-Trakt. Er wirkt dabei unter anderem antibakteriell, schweißhemmend, sekretsfördernd und entzündungshemmend. Die ätherischen Öle haben eine krampflösende Wirkung und hilft Pferden, die unter Magen-Darm-Probleme leiden. Teufelskralle-Wurzeln können bei Schmerzen, Entzündungen, Hufrehe und Gelenkproblemen unterstützen. Weißdornblätter mit Blüten können die Durchblutung fördern und das gesunde Herz-Kreislauf-System stärken, insbesondere auch bei älteren Pferden. Aber Achtung, bei Herzbeschwerden muss vorher immer ein Tierarzt oder ein Tierheilpraktiker zur Rate gezogen werden. Nun habt ihr also gesehen, was für Kräuter ich besitze. Wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, kombiniere ich sehr gerne Kräuter miteinander. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel kombiniere ich Birke mit Brennnesseln und Mariendisteln. Denn das ist gut zur Entschlackung und zur Entwässerung sowie für Niere und Leber. Diese Kombination gebe ich immer im Herbst und Frühjahr, wenn das Wetter so umschwingt. Ruby hatte früher immer extrem Probleme mit angelaufenen Beinen bei diesen Wetterumschwüngen, wenn halt einfach die Jahreszeiten auch gewechselt haben. Und seitdem ich jetzt diese Kombination immer fütter, das ist jetzt bestimmt schon seit 5 Jahren, wo ich das mache, haben wir Gott sei Dank nie wieder Probleme großartig mit angelaufenen Beinen gehabt. Eine weitere schöne Kombinationsmöglichkeit ist Artischocke, Gingo und Weißdorn. Das ist was für ältere Pferde oder Pferde, die eben zum Beispiel mit Cushing Probleme mit der Müdigkeit und sowas haben. Und ein drittes, letztes Beispiel würde ich euch noch gerne nennen. Das ist nämlich Boxhornklee, Salbei und Kamille. Denn die drei kombiniert sind super gut für Magen und Darm, wo Ruby jetzt schon seit mehreren Jahren sehr empfindlich ist. Gerade jetzt muss ich immer gucken, dass ich ihm einfach im Magen-Darm-Bereich unterstütze, weil halt einfach diese Medikamente, die er für das Cushing bekommt, extrem halt auf den Magen schlagen. Und auch hier gebe ich halt immer diese Kuren, immer so ein bisschen abwechselnd, halt wie ich gesagt habe, nie dauerhaft. Aber damit funktioniert es Gott sei Dank sehr gut. Und somit bin ich eigentlich schon am Ende von meinem Video angekommen und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen, weil ich euch einfach ein bisschen näher bringen konnte, dass man auch mit natürlichen Produkten sein Pferd unterstützen kann, ohne immer zu Fertigprodukten zu kaufen. Das hört sich an wie bei Menschen, ne? Wenn man einfach so eine Tiefkühlpizza isst oder sowas selber halt macht. Ne? Mich interessiert brennend, ob ihr euren Pferden auch Kräuter füttert und was ihr zum Beispiel füttert, weil vielleicht gibt es ja auch Kräuter, die ihr füttert, die ich noch nicht so kenne. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.